schon haben. Wir wissen, dass die Sonne nachts nicht scheint und der Wind nicht immer weht. So blöde sind wir nicht, das ist uns Grünen durchaus eingänglich. Aber was heißt das denn? Das heißt doch nicht, dass ich als Ingenieur sage, dann kommen wir nicht weiter, dann brauche ich Atomstrom zur Grundlast oder diese CCS-Sachen. Das heißt doch nur, ich muss wirklich als Herausforderung mich mit der Speichertechnik befassen. Ich muss gucken, dass ich dieses nicht deckungsgleiche Angebot so nutze und auch unseren Verbrauch so steuere, dass ich es speichern kann, in allen Formen. Ob als Druckluftspeicher, ob als chemische Speicherschwung und, die ganze Palette. Weil, ich sag mal, ich habe mich ja lange mit der Frage Öl beschäftigt, Reichweite Öl. Wir sind in der Höhepunktphase des fossilen Zeitalters. Das ist eigentlich ein chemisches Zeitalter, chemische Umwandlung von Brennstoffen. Danach wird die Elektrik kommen. Und zwar die Elektrik über Erneuerbare. Ob das im Autobereich ist, wenn Sie mitkriegen, dass die Hoffnung von Opel Bochum ist doch, dass der Ampera dahin kommt, das Elektrofahrzeug. Und wir diskutieren das auch in meinem Eurosolar-Vorstand. Wir schätzen es so ein, das ist auch ganz viel in der Autoindustrie, was jetzt kommt, dass elektrische Antriebe nach den Verbrennungsmotoren die Antriebstechnik Nummer 1 sein werden. Die modernen TDI-Motoren werden noch Jahrzehnte gebaut werden, aber es wird Zug um Zug runtergehen. Und es ist ja nicht umsonst, dass RWE jetzt ein Tankstellennetz im Ruhrgebiet aufbauen will. Der Elektromotor hält 8-mal so lange und er ist viel besser im Wirkungsgrad, weil er auch im Teillastbereich schon die Leistung optimal umsetzt. Und dann werden Autos auch anders aussehen. Wir haben die Staubemissionen nicht mehr, wir haben den Lärm nicht mehr. Also das wird wirklich, ich war ja im letzten Wochenende Mitglied der Bundesversammlung, durfte den Bundespräsidenten wählen, ich habe es dann nicht gemacht, weil ich Gesine Schwan gewählt habe und verloren habe. Aber Köhler hat einen richtigen Satz gesagt in seiner Grundsatz. Achso, wir waren ja zusammen. Nee, ich war nicht da. Und Köhler hat, du warst auf dem Kirchentag. Gut. Ja, gut. Dann könnten wir jetzt raten, wo mehr, wahrscheinlich ist bei dir mehr rumgekommen. Aber Köhler hat einen ganz wichtigen Satz gesagt. Er hat gesagt, die nächste industrielle Revolution sollten wir als ökologische industrielle Revolution machen. Und jetzt sage ich mal, für so einen Techniker ist das faszinierend. Wenn ich mir vorstelle, 100 Jahre, 140 Jahre Motorenentwicklung. Ich war neulich bei Deutz in Köln, hat mir das Motorenmuseum, haben sie mir gezeigt, weil wir auch wissen wollten, wie schätzen die Deutzer Motorenwerke, das ist ja die Wiege des deutschen Motorenbaus, wie schätzen die denn die Situation ein? Kommt Elektro, kommt das nicht, wie ist die Absatzsituation? Wenn man das sieht, diese 140 Jahre, wenn man sich nur vorstellt, da in Deutz haben ja Daimler hat da gearbeitet, die ganzen großen Motorenhersteller haben alle mal in Köln, Deutz gearbeitet und entwickelt. So. Und wenn man sich dann vorstellt, wir sind eventuell in der Übergangsphase, noch 10, 20, 30 Jahre Verbrennungsmotoren, aber wir sind jetzt genau in den Schub, wo wir nochmal richtig einen technischen Sprung machen. So wie bei Computern, bei Laptops, bei Handy und allem. Und das Auto der Zukunft sieht dann auch ein Stück weit anders aus. Und die Strategien gibt es. Und das ist das, was wir in Nordrhein-Westfalen machen müssen. Die Strategieansätze sind, man fängt an bei Berufspendlern. Nicht bei dem Mann, der mit 55, mit einem Daimler, mit 2 Tonnen Stahl, mit 180 über die Autobahn muss, sondern derjenige, die Krankenschwester, die bei uns außer Eifel nach Aachen zum Schichtdienst ins Krankenhaus muss. 30 Kilometer Weg, hinfahren, das Auto steht 22 Stunden am Tag. Das muss keine 160 fahren. Das kannst du gar nicht von der Eifel nach Aachen rein oder wenn man hier von Haltern irgendwo ins Krankenhaus müsste. Das Land, wenn das 70, 80 fährt, das kann leichter sein, das braucht auch einen bestimmten Quatsch nicht. Das heißt, es gibt Überlegungen, Autos zu entwickeln, die dann elektrisch angetrieben sind und wenn das 22 Stunden am Tag steht, kann das mit regenerativem Strom aufgeladen werden. Das ist das Spannende dabei. Andere Steuerung, andere Netze. Also das ist Teil dieser technischen Revolution. Und die Herausforderung anzupacken, gerade in Nordrhein-Westfalen, das finde ich das Faszinierende. Wir sind ein altes Industrieland, ein altes Energieland, aber wenn bei uns wirklich Elektromobilität nach vorne gerichtet und dann auch gespeist aus Erneuerbaren. Ich sage mal, das soll mein letzter Punkt sein. Meine Vision ist immer, ich habe Kinder,